Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Episode von H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten. Und heute nicht nur Episode 6, sondern auch noch Teil 2, weil in Teil 5, da haben wir uns schon die sogenannte Experience API angeguckt. Das ist eine Schnittstelle, mit der H5P arbeiten kann. Da haben wir uns aber damit auseinandergesetzt, was ist denn das grundsätzlich und wie sieht das aus? Und heute gucken wir mal rein, was man damit konkret mit H5P machen kann und wie man diese Statements, die daraus geschickt werden, aufsammeln kann. Also als erstes teile ich natürlich wieder meinen Bildschirm. Und es ist alles schon augenfreundlich gestaltet. Und jetzt seht ihr das vielleicht. Jetzt muss ich noch dieses schöne Fensterchen wegschieben, sonst kann ich gleich meine Tabs nicht bedienen. Ich muss das mal kriegen. So, ganz einfach. Na, Zoom, komm. Ach, wir lassen es da. Wir kriegen das auch so hin. Also, was ihr hier seht, ist erstmal die Seite, die eigentlich dieses Arbeiten mit dieser X-API-Schnittstelle ein bisschen erklärt. Ihr seht, da kann ich einmal durchscrollen, da ist nicht so viel drauf. Das ist sehr kurz gehalten, immer mit ein paar Links. Und im Prinzip bewegen wir uns in diesem Teil hier unten. Das erkläre ich heute ein bisschen ausführlicher. So, also das Erste, was ich zeigen oder nachliefern muss, also was X-API ist, müsst ihr euch halt den Teil 1 angucken. Wenn man das jetzt nutzen möchte und vielleicht sich fragt, okay, was kann denn H5P davon? Was für Ereignisse schicken denn Inhaltstypen raus? Gibt es ja auch eine Seite, da kann ich hier auf Examples und Downloads gehen. Die kennt ihr, wenn ihr euch die Inhaltstypen schon mal angeguckt habt. Ich muss natürlich auch klicken. Und dann kennt ihr die Icons. Und wenn man sich da eins anguckt, nehmen wir einfach Course Presentation, das hatten wir das letzte Mal auch, da haben wir die Ereignisse ja gesehen, dann haben die hier oben einen Punkt, der nennt sich X-API Coverage. Wenn man da drauf klickt, dann sieht man erstmal eine lange Liste von diesen ganzen Ereignissen. Also das so in kurz hinterlegt erstmal, was kann denn das? Wir haben zum Beispiel das hier ganz unten gesehen, das letzte Mal, dieses Progressed Course Presentation. Das heißt immer, wenn man von einer Seite innerhalb der Kurspräsentation auf eine andere wechselt, dann wird dieses Ereignis ausgelöst und man kann auch nochmal draufklicken, dann bekommt man noch diese Detailinformationen. Das kennt ihr zum Beispiel auch, das habt ihr letztes Mal schon gesehen, dieses Verb, das man sich angucken kann, das ja immer in so einem Statement drin ist. Was wurde getan? Hier halt Progressed, also man ist vorangeschritten in der einen oder anderen Form. Zurück ist natürlich das Gleiche. Das findet man da. Nur ein Wort der Vorsicht noch. Diese Liste ist nicht bei allen vollständig. Das heißt, bei einigen, irgendwann wurde es zu unübersichtlich und es wurde nicht mehr gepflegt. Und deshalb gibt es noch einige Sachen mehr, die hier rausgeschickt werden, auch wenn das nicht dabei steht. Oder manchmal steht dieser Punkt halt auch gar nicht dabei. Und dann trotzdem hat dieser Inhaltstyp vielleicht X-API-Statements, die es rausschickt. Also kann man drauf gucken, so ein erster Anhaltspunkt. Wenn man es genau wissen will, muss man halt nachgucken. Und wie man das nachgucken könnte, das kann ich euch auch zeigen. Denn heute wollen wir ja mal diese ganzen Sachen, die H5P da rausschickt, das ist ja mehr als Punkte, die speichern wir. So, was man zum Speichern braucht, ist im Idealfall ein sogenannter Learning Record Store. Und ich habe hier mal ein Beispiel rausgenommen. Das ist Grassblade. Grassblade deshalb, weil die auch gleich eine Testplattform haben, die man ausprobieren kann. Ja, ihr seht hier unten schon so einen Punkt, der heißt Try Demo. Da kann man draufklicken. Da haben sie jetzt so eine ganz große Instanz. Da ist es schon in ein WordPress-System eingebettet. Also ein Learning Record, das ist in WordPress drin, aber es ist unabhängig von WordPress erstmal. Mit Learn Dash und einem Schnick und Schnack. Die gucken wir uns nicht an. Sondern eine andere, die zeige ich gleich, nur der Vollständigkeit halber. Es gibt noch andere Anbieter, die man nutzen kann. Also Grassblade ist zum Beispiel kommerziell. Die hosten das in der Cloud, da muss man dafür bezahlen. So ähnlich ist das bei Scorm Cloud, das ist auch ein Anbieter. Links gibt es natürlich immer in der Beschreibung nachher. Da ist das so ähnlich, läuft auch in der Cloud, man muss dafür bezahlen. Es gibt so eine kostenlose Version, die nicht so viel kann. Und das andere Extrem wäre dann letztlich Learning Locker. Da kann man auch dafür bezahlen, wenn man möchte, aber es gibt auch den kompletten Quelltext frei verfügbar, der ist offen lizenziert. Kann man sich halt runterladen, installieren. Ist ein bisschen trickreich, das Installieren. Das funktioniert nicht wohl beim ersten Mal. Muss man erstmal wirklich wissen, wie das geht. Aber dann kann man diesen Learning Record Store halt auch selber auf seinem eigenen Server laufen lassen. Ist immer gut für den Datenschutz. So, wenn man sich das angucken möchte bei Grassblade, gibt es hier diese Seite. Die ist ganz nett zum Testen. Und ihr seht hier zwei verschiedene Sachen. Erstmal gibt es schon so einen Demo-Nutzernamen und ein Passwort dazu, sehr einfach. Und was wir gleich auch noch brauchen werden, das sind diese drei Sachen hier unten, der sogenannte Endpunkt. Und nochmal ein Nutzerkonto, also ein Nutzernamen und ein Passwort. Aber wir können erstmal reingucken, damit man so eine grobe Vorstellung hat, was so ein Learning Record Store denn eigentlich macht. Also wir kopieren hier einfach mal diese Test-E-Mail-Adresse rein und schreiben dann Demo für das Passwort. Und dann sind wir da auch schon drin. So, und dann sieht man, okay, aha, es gibt sowas wie ein Dashboard, eine Übersicht über ganz viele Sachen. Was man natürlich sagen muss, da ist natürlich jetzt riesig viel drin. Das sind
keine echten Sachen. Das sind jetzt Inhalte von allen möglichen Plattformen, von allen möglichen Leuten, die das mal ausprobiert haben. Und man kann da jetzt reingucken. Also diese, wenn ihr wisst, diese XAPI-Statements, dieses Actor und Verb und Object, also diese Sachen, die sind ja immer mit drin. Die kann man sich angucken. Da gibt es links einen Punkt, der heißt Reports, wenn man sich nicht über das Dashboard dahin klickt. Und das Spannendste ist vielleicht erstmal dieser Activity-Stream, wenn man da drauf klickt. Oh, du musst ein bisschen aufklicken hier auf Grassblade. Dann seht ihr schon, okay, kommen dann so ein paar Sachen bekannt vor. Offensichtlich speichern das ganze Statement, aber offensichtlich ist hier schon mal der Akteur, heißt hier Learner, also Lerner, der es hinterlegt. Offensichtlich ein anonymer Gast, wo nur die IP-Adresse gespeichert wird. Ihr seht ein Verb, experienced, das ist ja so ein allgemeines Verb. Offensichtlich hat dieser Gast, wer auch immer das war, irgendwas tatsächlich auch mit einer HafenSpiel-Kurspräsentation gemacht. Kann man ja halt auch sehen. Es gab aber keine Punkte. Also bei Experience heißt ja nur, hat das vielleicht aufgemacht. Man sieht ja auch schon, Ticklet Rise, das ist eine andere Software. Also man kann nicht nur HafenSpiel-Sachen hier reinbinden, sondern man kann aus allen möglichen Plattformen eben diese Statements, diese Erlebnisse von NutzerInnen hier speichern und ablegen. So, hier kann man so ein paar schöne Sachen machen. Ist jetzt von jeder Plattform unterschiedlich. Einige bieten mehr Auswertungsmöglichkeiten. Bei Learning Locker kann man sich das sogar frei programmieren, wie man möchte. Hier ist vielleicht ganz interessant, also hier ist ja wirklich alles drin. Also Attempted heißt ja nur, hat mal was aufgemacht, versucht. Was man hier machen kann, zum Beispiel Link nochmal gleich nach so Question Attempts filtern. Also wer hat denn tatsächlich mal eine Sache ausprobiert? Da seht ihr, habt ihr vielleicht kurz gesehen. Ich habe das vorhin schon mal getestet. Das ist jetzt nur so ein Filter auf das Verb answered. Also wer hat denn eine Aufgabe irgendwie beantwortet? Ne? Da kann man gucken, was auch immer das war. Das war ich tatsächlich selber vor 3 Stunden vorhin. Auf meinem lokalen Gerät habe ich offensichtlich was ausprobiert, habe es bestanden, habe den Punkt bekommen und so weiter und so fort. So, und ist jetzt in jeder Plattform unterschiedlich, deshalb gehe ich das nicht im Detail durch. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel auch nach Verben gucken, wenn euch da irgendwas Bestimmtes interessiert. Könnt ihr euch die Liste von Verben angucken, über die irgendwas gespeichert wurde? Da klicke ich mal da drauf. So, kann man gucken. Also, das ist ganz unterschiedlich, was da gespeichert wird, eben von irgendwelchen Versuchen in irgendwelcher Software, wo sich jemand eingeloggt hat. Das ist definitiv nicht von H5P. Downloaded, da bin ich vielleicht sogar dabei. Also, man kann da ja wirklich alles Mögliche mit abbilden, mit dieser Experience API. Das ist ja das Schöne. Und das taucht ja alles auf. Also, das war zum Beispiel, ich habe vorhin selber von der einen Plattform den Inhaltstyp runtergeladen, es wurde hier gelockt und habe den woanders hochgeladen. Also sowas findet man alles in so einem Learning Record Store. Und wie gesagt, gibt halt je nach Plattform unterschiedliche Möglichkeiten, das auszuwerten. So, das sind also die Learning Record Stores. Ich logge mich hier nochmal aus. Die spannende Frage ist ja jetzt, okay, wie bringen wir das mit H5P zusammen? Das heißt, wir haben vielleicht eine Plattform, wo H5P drauf läuft und wir wollen das jetzt nutzen. Und ich habe... ist jetzt überall so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe jetzt mal nur Drupal und WordPress rausgegriffen, weil das wahrscheinlich die Kandidaten sind, wo es man das am ehesten braucht. Wer Moodle benutzt und da H5P drin hat, hat eh schon das Gradebook und ist wahrscheinlich super mit versorgt. Ist bei Moodle auch tatsächlich ein bisschen trickreicher, weil es nicht reicht, nur ein so ein kleines Plugin zu installieren. Kriegt man auch hin, wenn man will, aber das könnt ihr tatsächlich auf der Seite von H5P nachlesen. Gehen wir erstmal zu Drupal. Also für Drupal braucht man 3 kleine Plugins, die man installieren muss. Das zeige ich jetzt nicht, das habe ich einfach schon mal gemacht, aber ich zeige euch kurz die Plugins. Das eine heißt einfach Libraries API. Links gibt es natürlich wie immer später in der Beschreibung. Jetzt versuche ich nochmal, das hier wegzuschieben. Will er nicht. Okay, dann vielleicht kann ich drunter klicken. Ich kann drunter klicken. Das braucht man, das heißt TinCan API. Das sorgt dafür, dass Drupal grundsätzlich mit diesen X-API oder TinCan-API-Statements umgehen kann. Und dann gibt es noch ein drittes Plugin, das wir installieren müssen. Das heißt dann H5P TinCan Bridge. Das sorgt halt dafür, dass jetzt H5P-Inhalte aus Drupal an einen Learning Record Store geschickt werden müssen. Und um das zu tun, ist es wirklich nicht schwierig. Gehen wir mal auf mein Drupal-System. Das ist mein Drupal-System. Muss man erstmal Drupal noch sagen, okay, welchen Learning Record Store nehme ich denn? Hier seht ihr, also wenn ihr Drupal kennt, so sieht das hier aus. Und dann muss man sich natürlich einmal vorarbeiten zu diesen neu installierten Modulen. Wo sind sie? Hier sind sie. Da haben wir diesen ganzen X-API-Krams. Und wenn wir das jetzt hier konfigurieren, dann sieht das so aus. Da sind jetzt schon 3 Sachen drin. Das sind genau die Sachen, die eben unten drunter standen. Ich gehe nochmal rüber. Das haben wir hier. Also diesen Endpunkt, das ist letztlich die Adresse, wo man was hinschicken soll, so heißt das. Und dann gibt es halt natürlich Zugangsdaten. Und für diese Plattform zum Testen sind das natürlich für alle die gleichen. Und die habe ich da eingegeben.
die sind das und mehr ist das nicht. Und wenn man das dann gespeichert hat, zack, können wir nochmal machen. Und jetzt machen wir einfach mal was mit diesem H5P-Inhalt, nur damit ihr das seht, dass das eben jetzt auch tatsächlich an diesen Learning Record Store geht. Das heißt, willst du etwas mit Punkten in H5P machen, sagen wir mal, vielleicht, und klicken das an. Und jetzt haben wir halt vielleicht angeklickt und da einen Punkt für bekommen. Und jetzt habt ihr beim letzten Mal schon gesehen, oder beim vorletzten Mal war es tatsächlich schon, kann man sich auch hier angucken, aber nur die Punkte und jetzt nicht die Details und schon gar nicht die anderen Statements, die noch drumherum laufen, also dass ich das hier irgendwo draufgeklickt habe, also interacted. Das kann man jetzt aber in diesem in Grassblade sehen, auf dieser Testplattform. Das heißt, wir können da nochmal zurückgehen. Und dann müssen wir uns natürlich nochmal einloggen. Aber sonst hätten wir die Zugangsdaten hier unten nicht gesehen. So, und wenn wir jetzt in diesen Activity-Stream reingucken, den mache ich nochmal auf. Da ist der Activity-Stream. So, dann seht ihr auch, das habe ich gerade eben gemacht. Also willst du etwas mit diesen Punkten machen? Vor ein paar Sekunden, das war also ich. Und jetzt könnte ich, ne, jetzt sieht man das hier, diese Übersicht. Jetzt kann ich da draufklicken. Und dann sehe ich halt die ganzen Details, welche Antwortmöglichkeiten es gab, was jetzt die richtige Antwort gewesen wäre und so weiter und so fort. Also funktioniert. So funktioniert es in Drupal. In WordPress ist es nicht viel komplizierter, aber da zeige ich euch noch, also da muss ich euch tatsächlich eine Sache zeigen, weil es eben nicht in diesem offiziellen Repository drin ist, leider. Zeige ich euch aber auch. Also, das ist jetzt ein WordPress. Das ist das Gleiche. Ihr seht, da ist im Prinzip nichts installiert in diesem WordPress. Das ist einmal H5P. Natürlich der Classic Editor, denn wer arbeitet schon mit dem integrierten Gutenberg? Die jungen Leute tun das. Ich bin alt, ich nehme nochmal noch den Classic Editor. Und das brauchen wir eigentlich nicht, das ist was anderes. Und jetzt brauchen wir erstmal auch hier ein Plugin, das uns hilft, diese H5P-Ergebnisse oder diese XAPI-Statements an Grassblade zu schicken. Und dazu gibt es ein Plugin von jemandem, der heißt TunerPanda. Das Problem dabei ist, ich kann da vielleicht gehe ich da zuerst hin, das ist sein Repository auf GitHub und das ist ein WordPress-Plugin. Das war auch mal in diesem Repository von WordPress, nur hat das eine Weile nicht entwickelt. Und bei WordPress ist das so, wenn man zu lange sein Plugin nicht aktualisiert, egal ob es funktioniert oder nicht, fliegt man da raus. Und das ist hier leider passiert. Das heißt, man könnte das nehmen, hat aber einen kleinen Fehler, den habe ich behoben und deshalb empfehle ich euch, genau diesen Link zu nehmen. Der ganze Link ist wichtig. Also wenn ihr das jetzt seht, vielleicht lese ich ihn tatsächlich vor, auch wenn das blöd ist, nehmt bitte GitHub und otacke slash und so weiter und so fort. Also wp-h5p-xapi und dann entweder tippt ihr dahinter tree/remove-hard-directory oder ihr wählt das hier an, also hier gibt es sogenannte Zweige. Da habe ich nämlich einen kleinen Fehler rausgenommen. Das heißt, man muss da reingehen. Wer das weiß, hier steht das auch, ich bin jetzt quasi so eine Stufe weiter als das offizielle Repository. Und da kann man sich jetzt über diesen Klick auf Code, diesen grünen Knopf, eine ZIP-Datei runterladen, kann man sich irgendwo hinlegen, zum Beispiel jetzt auf den Desktop. So. Und dann kann man das einfach jetzt als Plugin hochladen in WordPress und das mache ich jetzt. Das heißt, man ist hier, man sagt, neues Plugin hinzufügen und jetzt landet man halt in diesem Repository, wo es nicht mehr drin ist. Das heißt, man müsste jetzt hier auf Upload-Plugin klicken, da die Datei auswählen und dann nehme ich die Datei, die ich runtergeladen habe und installiere die und dann läuft das da drauf. So, dann aktivieren wir das Ganze. So, was jetzt natürlich fehlt, also jetzt haben wir das Plugin, aber jetzt weiß er immer noch nicht, wo er das hinschicken soll. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal uns diese Daten hier rauskopieren. Das heißt, hier muss ich mich nochmal ausloggen und dann kopieren wir. Also wir brauchen diesen Endpunkt, also die Adresse, wo was hingeschickt werden soll. Die kopiere ich mir da raus. Und dann nehme ich nicht Drupal, sondern WordPress. Und jetzt gibt es hier eben unter den Einstellungen einen Punkt, der heißt H5P-XAPI. Und wenn man da drauf geht, ach prima, ich hatte das vorhin schon installiert, der hat das nicht gelöscht. Das ist ja noch ein Fehler, aber ein guter Fehler. In dem Fall brauche ich nämlich nicht nochmal eintippen. Also das sind genau die Daten, die wir gerade gesehen haben. Und gut, dann brauche ich es auch nicht speichern, aber ich speichere einfach mal. Das heißt, hier haben wir die Daten auch eingegeben, genau diese drei, mehr braucht man nicht. Und wenn ich mir jetzt hier irgendwas mit H5P angucke, dann passiert genau das Gleiche. Nicht, wenn ich die Einstellungen, ich möchte Inhalt bitte. So. Na, wir haben die gleiche Aufgabe nochmal. Das ist die ich vorhin runtergeladen habe, was er gemerkt hat. Und jetzt sage ich mal, was habe ich vorhin gesagt, vielleicht, sage ich nochmal vielleicht. Guck mir das auch an, check. Kriege jetzt auch hier diesen einen Punkt. Und jetzt gehen wir zurück zu Grassblade und ihr werdet sehen, auch da, das wurde jetzt gespeichert.
logge mich dann nochmal ein. So, zack. Und jetzt wisst ihr, wie das geht. Activity Stream, dann geht man da wieder drauf. Wenn man richtig klickt. So, und seht ihr, foo.foo@bar. Das war eben ich hier, WordPress, willst du etwas mit Punkten H5P machen? 6 Sekunden, ich war schneller als beim letzten Mal. Na, ihr seht, jetzt könnte ich die Sachen sehen. Einmal, was sehe ich jetzt hier? Ich sehe einmal dieses Answered Statement, das meine ich, es gibt mehr als Punkte. Das war halt die Antwort, als ich auf Check geklickt habe. Interacted war, als ich die Antwort angeklickt habe. Attempted war, als ich das Ding überhaupt aufgemacht habe. Das heißt, man kann tatsächlich viel mehr nachverfolgen als nur diese schnöden Punkte, die man eingesammelt hat. So, Learning Record Store ist für einige wollen das haben, für die ist das perfekt, weil die verschiedene Daten speichern wollen, die wollen das hier irgendwie auswerten. Es gibt natürlich aber auch den Fall, dass einem so ein Learning Record Store zu viel ist oder ich will vielleicht diese Daten hier gar nicht haben, ich will die nur ein bisschen auswerten, vielleicht in einer Tabellenkalkulation. Und für die Leute, die nur eine ganz kleine, schmale Lösung wollen, für die gibt es auch noch was für WordPress. Und zwar gehe ich dann nochmal zu den Plugins. Und ich füge noch eins hinzu. Da weiß ich aber, dass es das hier gibt. Also wenn man H5P einfach nur mal eingibt, wird man gleich so ein schönes, großes, gelbes Symbol sehen. Hier ist das. Das heißt Snorlions H5P XIPI Kachu. Warum heißt das so? Ist nicht wichtig. Aber das kann man sich installieren. Hat ja auch XAPI im Namen. Einmal auf Installieren geklickt. Da ist es. Dann einmal aktiviert. So, und was das jetzt macht, ihr seht auch schon, jetzt gibt es hier im Menü einen neuen Punkt. Da können wir jetzt mal draufklicken, da ist jetzt noch nichts drin. Das ist leer, es gibt also noch keine Informationen. Aber was dieses kleine Ding jetzt macht, das hört jetzt einfach, wir können auch noch die Einstellungen mal reingucken vielleicht. Also es gibt auch Einstellungen. Falsch, da wollte ich hin. Also man kann auch so ein paar Sachen einstellen, ob man die kompletten Statements speichern will, ist aber nicht so wichtig. Debugging braucht man auch nicht. Man kann das im Prinzip so lassen und man hat jetzt hier auch noch Übersicht über die Inhalte, die jetzt getrackt werden. Das sind dann per Default immer alle. Wenn man das nicht will, macht man hier den Haken weg. Dann kann man sich gezielt einzelne aussuchen, wenn nur einzelne interessant sind. Mehr braucht man auch im Prinzip nicht. Und ihr seht, jetzt kommen hier so ganz viele Felder. Das sind genau diese ganzen Sachen, die so dieses XAPI-Statement mitliefert. Wenn wir nicht alles brauchen, wenn wir zum Beispiel die Actor-ID nicht brauchen, den Namen wollen wir vielleicht haben, Gruppe interessiert uns aber nicht, die Web-ID interessiert uns auch nicht, wir wollen nur wissen, wie es im Display war. Also dann könnte man so ein paar Sachen wegstreichen, zack, einmal speichern. So, jetzt ist auf der anderen Seite immer noch nichts, aber wenn wir jetzt mal, jetzt müssen wir hier, das Wichtige, das geht nicht im Backend, einige probieren das immer und dann sehen die, da passiert gar nichts. Das ist tatsächlich nur im Frontend, damit man als Autor von so einem Inhalt nicht ständig irgendwelche XAPI-Statements auslöst, wenn man die Nummer testet. So, das heißt, jetzt muss ich gucken, gibt es hier überhaupt einen schönen Post, wo was drin ist? Ja, haben wir gemacht. Also, wenn wir auf die Startseite von WordPress gehen, wer das sieht, wer das kennt, sieht hier ein bisschen komisch aus. Da habe ich ich habe es neulich mal ein anderes Plugin vorgestellt. Da steht jetzt hier nur so was Kryptisches. Wenn man das andere Plugin installiert hat, wird das was Schönes. So, aber auch hier könnte ich jetzt wieder sagen, willst du etwas mit den Punkten machen? Ich sage einfach mal vielleicht. Genau wie eben auch. Klicke auf Check. So, zack. Und jetzt gehe ich nochmal zurück in das Backend von WordPress auf diese ominöse H5PXAPI-Kachu-Seite. Und ihr seht, da ist jetzt haufenweise Krams drin. Also erstens von 2 Aufgaben offensichtlich. Also, ne, ihr seht, hier ist jetzt der Name WordPress, so heiße ich halt hier auf der Plattform. Und jetzt seht ihr hier die Verben, die ich ja wo ich den Namen haben wollte, eben Answer, Interacted, Attempted, Attempted, Attempted. Und ihr seht, habt ihr auf der Seite vielleicht gesehen, da waren ja zwar zweimal dieser Inhaltstyp drin, deshalb ist da zweimal Attempted von diesem Inhaltstyp. Auf der Startseite war auch noch offensichtlich diese Zuordnungsaufgabe mit der Pizza. Die ist halt aufgemacht worden, deshalb steht da auch Attempted und dann eben Interacted und Answer. Das heißt, ihr seht hier auch ein bisschen kryptisch, nicht so schön wie in so einem Learning Record Store, weil der Learning Record Store aus diesen komischen Sachen wie Result Response 2 auch tatsächlich dann die richtige Antwort machen würde. Hier müsste man jetzt reingucken, welche Möglichkeiten gab es denn eben vielleicht, ja und nein, also ne, 2 vielleicht. Vielleicht habe ich angekreuzt, ist ja ein bisschen umständlicher. Aber die ganzen Daten, also wie viele Punkte habe ich bekommen, wie lange hat das Ganze gedauert, wann war denn das, das ist hier auch alles drin. Also wenn du so eine Übersicht haben möchte, ohne jetzt nur einen Learning Record Store zu installieren oder
das nur mal ausprobieren will, kann das machen. Das andere, was man hier noch machen kann, dafür ist es eigentlich gedacht, eben, das ist nicht als Ersatz für so ein Gradebook gedacht, das wollen irgendwie einige, ist es nicht, dafür taugt diese Lösung hier überhaupt nichts. Sondern es ist zum, entweder zum Testen, aha, funktioniert, oder wofür es eigentlich das Wichtige nachher ist, man kann sich diese ganzen Daten auch einfach runterladen, klickt auf Download und speichert einfach auf dem Desktop. Das ist jetzt einfach eine CSV-Datei. Wem das nichts sagt, ist ein bestimmtes Textformat und das kann jetzt eigentlich jede Tabellenkalkulation aufmachen. Da könnte man jetzt reingucken. Jetzt weiß ich gar nicht, was er hier aufmacht. LibreOffice, das ist gut. Würde jetzt importieren wollen, sage ich, jo, machen wir. Und jetzt werdet ihr sehen, da werden einfach die ganzen Daten, die ihr in der Tabelle seht, werden hier auch eingetragen. Nicht nur die, die ich jetzt ausgeblendet habe, die sind jetzt hier auch drin. Also die E-Mail-Adresse und hier seht ihr den Actor und so weiter und so fort. Also wer jetzt spielen möchte mit diesen Daten, der es mit R oder vielleicht mit Python und so ein bisschen Machine Learning-Algorithmen auswerten möchte, der kann das tun. Geht natürlich aber auch in jetzt hier, ich könnte jetzt hier auch eine Visualisierung draus machen, wenn ich ein bisschen fit bin in Tabellenkalkulation, kann auch Excel sein, geht genauso. Dann erstelle ich mir damit Grafiken, Übersichten, wenn ich das möchte, wenn ich die Zeit habe, um das Ganze auszuwerten. So, das habe ich gezeigt. Also was haben wir heute gelernt? Ich hoffe, ein bisschen was. Also wir haben gesehen, okay, es gibt sowas wie Learning Record Stores, zum Beispiel Grassplate oder Learning Locker. Die kann man benutzen, um da diese X-API-Statements von H5 hinzuschicken. Geht über Drupal, geht über WordPress, habe ich nicht gezeigt, geht aber auch prinzipiell mit Moodle oder anderen Sachen. Und da gibt es dann halt immer verschiedene Möglichkeiten, Sachen auszuwerten und sich anzugucken, wenn man halt daran interessiert ist, was haben denn meine Lernenden gemacht und wenn man das analysieren möchte und ja, das vielleicht nutzen möchte, um den Unterricht zu verbessern. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Vielleicht, wenn es auf Video ist, wenn ihr es jetzt seht. Vielleicht ist es schon nächstes Jahr, vielleicht haben wir schon 2021. Ansonsten sehen wir uns bei den Web Talks weiter. Ja, im nächsten Jahr. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ciao.